Vorarlberg. Servus, Vorarlberg-Reporter Martin Veit ist da mit einem anderen Martin, nämlich dem Martin Ling. Er ist seit dem Wochenende neuer Weltrekordhalter im, wie sagt man? Drehen mit Ball. Mit dem Fahrrad, genau. Du drehst dich da insgesamt 212 Mal um die eigene Achse, beziehungsweise damit hast du den neuen Weltrekord aufgestellt. Wie schafft man das, ohne dass einem schwindelig wird? Ja, ich schaue immer auf den Ball zum den Ausbalancieren am Vorderrad und irgendeinen Punkt merke ich mir in der Umgebung. Durch das weiß ich immer, wenn eine neue Runde anfängt und verliere die Orientierung nicht. Martin, das ist ja unglaublich. 300 Mal, oder, war das jetzt? Das waren genau 300. Glaubst du, wenn ich jetzt auf das Rad steige und das probiere, wie viele Male schaffe ich es so, mich um die eigene Achse zu drehen? Also gewollt mit dem Rad gar nicht. Wenn es blöd läuft, vielleicht ohne, wenn es die Use haut oder so. Also öfters als zweimal nein? Ja, nicht einmal eins. So, also vorne kann ich schon einmal, gell? Es ist ganz einfach unmöglich, sich als Nicht-Radballer einmal um die eigene Achse zu drehen. Antenne Vorarlberg!